Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem kleinen Update, was meinen Krankheitsverlauf anbelangt. Ich habe zwar eben schon die meisten Kommentare von euch beantwortet, somit wissen einige schon, ja, wie es jetzt gerade aussieht, aber egal. Es ist bei mir jetzt kurz vor 11. Es wird Zeit für ein Frühstück. Ich habe zwar zwischendurch immer wieder so ein bisschen, ja, Appetitlosigkeit, aber ja, ich muss ja irgendwann essen, ne? Also ich muss nicht, aber ich möchte. Ja, ich bin gerade dabei, mir einen speziellen Smoothie heute zuzubereiten. Also ich habe jetzt hier schon eine Banane drin und ein bisschen Selleriegrün. Hier habe ich noch mehr. Das schneide ich auch gleich noch klein. Ja, zum Kirschpflücken draußen bin ich zu schwach. Deswegen habe ich mir vom Balkon, da habe ich ja auch ein bisschen Kirsch und Gundermann angepflanzt, habe ich mir davon ein bisschen was genommen und ein paar Erdbeerblätter. Die sind auch gesund. Mädchen. Sollte nicht umkippen. Ja, hier in dem Tütchen habe ich noch Kurkuma drin aus Valle Gran Rey von meinem Urlaub. Kurkuma ist ja ein natürliches Antibiotika. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hau mir jetzt auch noch ein bisschen Kurkuma mit in den Smoothie. Das kann auf keinen Fall schaden. Dann sollte ich allerdings auch noch schwarzen Pfeffer dazugeben, sonst wirkt der nicht richtig. Genau. Ja, ich habe mich vorhin schon zu meinem ehemaligen Hausarzt geschleppt und habe mich testen lassen. Und dieses Mal musste ich den Test sogar bezahlen. Okay. Sie wollten mich erst gar nicht testen lassen und meinten, ich soll zum Gesundheitsamt nach Horn fahren. Ja, dazu wäre ich aber gar nicht fähig, da ich viel zu schwach bin. Dann haben sie halt eine Ausnahme gemacht und haben mich dann doch getestet. Ja, und der Test ist auf jeden Fall positiv. Ich meine, es war eigentlich schon mehr oder weniger klar. Was sollte es sonst sein? Ja, wie geht es mir heute? Schon etwas besser, würde ich mal sagen. Ich bin nicht mehr ganz so schwach. Und vor allem sind die starken Kopfschmerzen, die ich gestern fast den ganzen Tag hatte, so gut wie weg. Dafür tut mir heute die Haut sehr weh. Ich habe vorhin geduscht und ja, konnte mich kaum mit dem Lappen waschen, weil das so weh getan hat. Und auch Kleidung an- und ausziehen, oh, das tut auch echt weh auf der Haut. Kenne ich auch gar nicht. Merkwürdige Symptome. Dann wieder sehr starke Rückenschmerzen in der Nierengegend. Und ich bekomme auch immer wieder so Gänsehaut. Das hatte ich gestern aber auch. Teilweise auch so ein bisschen Schüttelfrost. Jetzt kommt gerade jemand. Ich hoffe nicht in die Küche. Ja, wo war jetzt stehen geblieben? Und heute tut mir auch der Oberschenkel wieder extrem weh, der rechte. Ich konnte mich vorhin erstmal gar nicht hinlegen, weil ich das Bein dann nicht gerade machen kann oder anwinkeln, je nachdem. Aber vor allem gerade machen. Und wenn ich jetzt gesessen habe und dann aufstehen will, ja, boah. Nicht mehr normal. Tut es so wie in der Hüfte, da kann ich nur schreien. Das hatte ich in Lagomera auch öfter mal. Ja, so sieht's aus, Leute. Nö. Aber ich sage mir, dieser Zustand wird nicht ewig anhalten. Ja, wie so alles. Alles ist ein stetiger Wechsel. Und irgendwann werde ich es überstanden haben und hinter mir haben. Genau. Es kann nur besser werden.
den Termin kann ich jetzt heute natürlich dann nicht wahrnehmen. Ich kann ihn auch noch nicht absagen, weil derjenige am Vormittag keine Zeit hat, hat er mir schon gesagt. Und jede Menge Gespräche mit anderen Menschen hat. Deswegen kann ich den erst ab 14 Uhr erreichen. Ja, dann werde ich es ihm sagen. Ich habe jetzt ein ärztliches Attest bekommen für die ganze Woche. Bin ich mehr oder weniger krankgeschrieben. Ja, schade, ich wäre sehr gerne hin. Vor allem wollte ich dann auch danach noch in Horn einiges einkaufen. In Horn ist es halt schon noch einiges günstiger als hier in Bad Meinberg und hat auch mehr Läden, mehr Auswahl. Entschuldigung. Aber ja, es ist, wie es ist, ne? Was will ich machen? Bleibt nur, es einfach anzunehmen. Genau. Ich werde halt heute auch mich wieder viel hinlegen, viel liegen, so gut wie nichts tun. Einen Vorteil hat das Ganze jetzt. Upsala, Entschuldigung. Jetzt werde ich endlich mal gezwungen, mich einfach nur auszuruhen. Ja, aber ich ruhe mich ja so gut wie nie aus, ne? Und bin in den letzten Wochen und Monaten so oft über meine Grenzen gegangen. Körperlich. Ja, und jetzt geht's halt einfach nicht mehr. Jetzt muss ich mich hinlegen, ob ich will oder nicht. Und ich lege mich normalerweise tagsüber nie hin. Ja, also wenn ich mal tagsüber auf dem Bett oder im Bett liege, dann will das schon was heißen. Dann geht es mir wirklich nicht gut. Ja. Jo. Das wollte ich euch nur mitteilen. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ne? Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Danke euch auch für eure lieben, herzlichen Genesungswünsche und ich werde weiter berichten. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.